Traunheim bei Frankfurt. Eigentlich ein beschauliches kleines Städtchen. Wäre da nicht der unerträgliche Fluglärm? Braunheim liegt in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens. Und deshalb ist Thomas Jühe, der Bürgermeister, fast ständig unterwegs, kämpft für die Interessen der Raunheimer Bürger. Auch er ist Interessensvertreter, Wolf-Dieter Zumfort. Allerdings für die Gegenseite. Er macht Lobbyarbeit für Europas größten Touristikkonzern, die TUI. Die hat Interesse an noch mehr Flugverkehr. Man braucht Leute wie mich, die alles tun, was überhaupt machbar ist. Die Fluglärmbetroffenen haben keine andere Lobby. Auch wenn das wirklich sehr, sehr selten ist, dass ein solcher Einfluss mal wirksam wird. Ich werde dafür bezahlt, dass ich einen politischen Prozess kenne. Ich mache Lobby. Und es gibt nur einen Prozess, der da heißt, zur richtigen Zeit den richtigen Mann am richtigen Ort zu treffen, weil er die Entscheidungsbefugnis hat. Fraport ist sicherlich einer der Hauptakteure, wenn man über Lobbyarbeit der Luftverkehrswirtschaft spricht. Es ist der größte Flughafenbetreiber in Deutschland und auch der einflussreichste. Die lärmgeplagten Bürger von Raunheim, gleich neben der Landebahn, hoffen auf die Politiker. Hoffen darauf, dass ihre Interessen per Gesetz durchgesetzt werden. Und die Fraport AG, Deutschlands größter Flughafenbetreiber, hofft auf noch mehr Flugverkehr, noch mehr Geschäft. Wer wird sich durchsetzen? Wer hat eigentlich das Sagen im Land? Ich bin eigentlich die letzten Monate nahezu jede Woche unterwegs und nehme Kontakt auf zu Bundestagsabgeordneten, zu Landtagsabgeordneten, um hier eben entsprechend noch Verbesserungen zu erreichen im Sinne der Fluglärmbetroffenen. Aber leider ist meine Erfahrung, dass die Türklinken, die ich da runterdrücke, die wurden wenige Wochen vorher schon seitens der Luftverkehrswirtschaft bedient. Da ist meistens schon alles eingetütet, da kann ich kaum mehr was bewegen. Thomas Jühe, Lobbyist auf verlorenem Posten, so scheint es. Seine Gegner sind gut organisiert. Natürlich haben wir Interessen mit allen Luftflughäfen, nicht nur mit Fraport. Und wo es geht, versuchen wir die auch gemeinsam durchzusetzen. Das nennt man dann getrennt marschieren, vereint schlagen im Sinne einer militärischen Sprachregelung. Und das muss man ab und zu auch anwenden. Das sind dann strategische Allianzen. Für die Tourismusbranche ist Fluglärm ein notwendiges Übel, eine Begleiterscheinung der steigenden Umsatzzahlen. In gut 300 Metern Höhe donnern die Maschinen beim Landen über die Dächer. An Überflugtagen bis zu 700 Mal am Tag. Raunheim, die Stadt mit dem meisten Fluglärm in Deutschland. Wer kann, zieht weg. Notgedrungen ist Bürgermeister Jühe zum Experten geworden. Er weiß, wie viel Lärm aus welchen Triebwerken kommt. Und die einzelnen Flugzeugtypen kann er schon am Geräusch erkennen. Und auch den täglichen Wetterbericht studiert er, wie alle Bürger hier, ganz genau. Das ist ganz interessant, dass man in Raunheim wahrscheinlich deutlich bessere meteorologische Kenntnisse hat als in anderen Städten der Republik. Hier gibt es ganz viele Experten, die genau wissen, wenn Hochdruckwetterlage mit dem Kern über der Nordsee sich etabliert, dann heißt das, wir werden Ostwind bekommen und Ostwind heißt, die Flieger kommen. Das ist eine Angst, die man hat und man schaut morgens in die Zeitung und guckt, wie entwickelt sich ein Hoch oder ein Tief und danach richten auch viele ihren Tagesablauf ein. Partys werden entweder abgesagt oder werden zeitlich verlegt, wenn man weiß, es gibt Ostwetterlage, ich kann hier gar nicht feiern, weil sich überhaupt niemand im Garten miteinander unterhalten kann. Der Frankfurter Flughafen gegen Mitternacht. Noch immer starten und landen hier Maschinen, vor allem mit Frachtgütern. Ein einträgliches Geschäft für den Flughafenbetreiber Fraport, denn jede Landung bringt 5000 Euro Umsatz. Eigentlich sollte das alles gar nicht sein, denn es gilt ein Nachtflugverbot, um die Anwohner zu schützen. Jede einzelne Landung muss eigens genehmigt werden,
von der zuständigen Behörde des Landes Hessen. Trotzdem herrscht um Mitternacht reges Treiben. Wie kommt das? Das Hessische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr. Hier wird über die Ausnahmen vom Nachtflugverbot entschieden. Ein Interessenskonflikt. Die Gewinne der Fraport AG auf der einen Seite, der möglichst ungestörte Nachtschlaf der Anwohner auf der anderen. Eine Abwägung, die unabhängige Beamte treffen müssen. Nicht so hier. Die Mitarbeiter der staatlichen Luftverkehrsaufsicht sind Angestellte der Fraport AG und werden von dieser bezahlt. Und so genehmigt sich das Unternehmen die profitablen Nachtflüge einfach selbst. Ganz normal. Schließlich seien es offizielle Leihbeamte, so die Fraport. Wenn die Wirtschaft Einfluss auf staatliche Entscheidungen nimmt, nennt man das Lobbyismus. An Universitäten ist dieser längst ein Forschungsthema. Der Verwaltungsjurist Hans-Herbert von Arnim hat sich jahrelang mit allen Spielarten des Lobbyismus intensiv befasst. Doch über das, was möglich ist am Frankfurter Flughafen, staunt auch er. Hier steht das Firmeninteresse von Fraport gegen das Interesse der Bürger an Lärmschutz. Darüber müssten eigentlich Beamte neutral abwägen und entscheiden. Wenn darüber aber ausgerechnet von Fraport bezahlte Leute entscheiden, ist das ein Unding und ein klarer Verstoß gegen das Recht. Solche Dinge müssen unabhängige Beamte nach dem Verwaltungsrecht entscheiden. Die Nachtflüge am Frankfurter Flughafen. Nicht immer ganz legal. Zu diesem Schluss kommt die zuständige Bezirksregierung Darmstadt. Wegen einiger Ausnahmegenehmigungen hat sie jetzt sogar Ordnungsgelder verhängt. Doch die Fraport-Angestellten bei der staatlichen Luftaufsicht dürfen bleiben. Und weiter genehmigen. Wie gehabt. Da hat es der Raunheimer Bürgermeister Thomas Jühl nicht ganz einfach. Seine Ansprechpartner in Ministerien und Behörden sind oft genug Mitarbeiter der Flughafenbetreiber. Zum Hessischen Verkehrsministerium gehört auch der Lärmschutzbeauftragte des Landes. Er hat eine wichtige Aufgabe. Er kümmert sich um Beschwerden der Bürger, auch rund um den Frankfurter Airport. Ein unabhängiger Beamter? Mitnichten. Ausgerechnet der Lärmschutzbeauftragte des Landes Hessen wird von der Fraport AG bezahlt. Genau wie seine Kollegen, die die Nachtflüge genehmigen. Man muss sich einmal in die Situation dieser Leute hineinversetzen. Ihre Loyalität gehört natürlich der Firma, von der ihre Zukunft und ihre Karriere abhängt. Ihr gegenüber fühlen sie sich verantwortlich. So wird dann letztlich unabhängige Kontrolle ausgehebelt zugunsten der Interessen einer privaten Firma. Das ist keine unabhängige Kontrolle mehr, die das Verwaltungsrecht verlangt. In Hessen, so scheint es, ist es umgekehrt. Da kontrollieren die Flughafenbetreiber sich selbst. Nun droht der Fraport AG ein Problem. Denn in Frankfurt sollen noch mehr Flugzeuge starten und landen. Geplant ist eine neue, zusätzliche Startbahn. Dabei geht es um Milliardeneinnahmen. Aber die sind gefährdet. Ein neues Bundesgesetz in Sachen Fluglärm könnte den profitablen Ausbau des Flughafens behindern. Das neue Gesetz soll, wenn es nicht verhindert werden kann, wenigstens entschärft werden. Jetzt sind die Flughafenlobbyisten in der Hauptstadt gefragt. Lobbyismus in Berlin. Damit kennt sich Wolf-Dieter Zumfort bestens aus.
Meine Aufgabe ist es in Berlin, die Rahmenbedingungen, die politisch gesetzt werden, so mit zu beeinflussen, dass sie für uns optimal sind. Oder andersrum gesagt, unsere Interessen muss ich so in die Politik einbringen, dass die Politik auch Entscheidungen trifft, die diesen Interessen gerecht werden. Man versucht, sein Informations- und Kommunikationsnetz aufzubauen, indem man Gespräche führt, indem man auch zu normalen Geschäftsessen einlädt, indem man sich trifft auf Veranstaltungen oder indem man zum Beispiel bei bestimmten jahreszeitlichen Ereignissen, wie zum Beispiel Weihnachten, auch schon mal eine Schachtel Pralinen auf den Tisch einer Sekretärin hinstellt, die freut sich darüber und wenn man dann anruft, weiß man, dass die Aussage, der Chef ist nicht da oder er ist im Gespräch, dann weiß man, dass die stimmt, weil man ein bestimmtes Verhältnis aufgebaut hat. Das hängt nicht nur von den Geschenken ab, sondern insgesamt, wie man sich einbringt als Person, seriös, aber auch liebevoll. Beamten ist es nicht erlaubt, Geschenke anzunehmen, daran halten wir uns. Den Beamten ist es nicht erlaubt, bestimmte opulente Essen zu machen. Das ist auch vernünftig. Und daran haben sich auch mittlerweile alle Restaurants in Berlin gewöhnt. Die bieten an sogenannte Geschäftsessen, wo man weiß, dass man nicht über eine bestimmte Grenze 20, 25 Euro zahlt. Vor diesem Hintergrund hat sich hier ein geregeltes Verfahren der Kontaktaufnahme, der Kommunikation eingerichtet, ohne dass Missgünstige sagen können, hier wird jemand mit dicken Essen oder mit dicken Geschenken bestochen. Das ist nicht der Fall. Und insofern weiß man sich richtig zu benehmen. Wer das nicht tut, der fliegt aus dem Geschäft raus, um es ganz deutlich zu sagen. So also geht das mit dem Lobbyismus. Gepflegte Kontakte in angenehmer Atmosphäre mit klaren Regeln. Lobbyismus in der Hauptstadt. Wer hat das Sagen im Land? Im Prinzip muss ich zum richtigen Moment, an der richtigen Stelle, den richtigen Entscheidungsträger finden. Das bedeutet nicht nur diejenigen, die als Referatsleiter oder Abteilungsleiter oder als Staatssekretäre eine Entscheidung sozusagen vollziehen, sondern auch in der Vorbereitung, wer die Papiere schreibt, wer weiß, wann sie vorgelegt werden und wer weiß, wie viele Leute daran mitwirken. Das heißt, ich muss hierarchiefrei reden können, sowohl mit der Sekretärin als auch mit dem Referenten, als auch mit dem Referatsleiter und dann mit der Hierarchie da drüben. Im Prinzip heißt es alle, von dem obersten Würdenträger bis zum einfachen Kofferträger und Wasserträger. Hier in der Parlamentsbibliothek des Deutschen Bundestages lagern Tausende von Gesetzen. Alle von unabhängigen Beamten entworfen und von unabhängigen Politikern beschlossen. Wirklich? Zum Beispiel das Fluglärmgesetz, das der Flughafenbetreiber Fraport so fürchtet. Im Jahr 2000 wollte die rot-grüne Bundesregierung dieses Gesetz verbessern, zum Schutz der lärmgeplagten Bürger. Was folgte, war ein Lehrstück in Sachen Lobbyismus. 6 Jahre dauerte das Tauziehen, 6 Jahre lang zähe Lobbyarbeit. Das Bundesumweltministerium in Berlin. Hier begann alles. Die Beamten erhalten den Auftrag, das alte Fluglärmgesetz zu überarbeiten. Vor allem soll geregelt werden, wie die Anwohner für den Fluglärm entschädigt werden müssen. Es geht um Geld. Viel Geld für Flughafenbetreiber wie die Fraport AG. Rainer Barke ist zu dieser Zeit Staatssekretär im Bundesumweltministerium. An den politischen Verhandlungen um das neue Gesetz war er unmittelbar beteiligt. Und wundert sich noch heute. Federführend innerhalb der Bundesregierung ist der Bundesumweltminister. Das heißt, unser Haus hatte einen Entwurf zu erstellen. Und dieser Entwurf wird dann mit den anderen betroffenen Ressorts abgestimmt. Und am meisten Gegenwind gab es aus dem Verkehrsministerium.
Wie sah dieser Gegenwind aus? Es wurden die Grenzwerte in Frage gestellt, es wurden die Schutzzonen in Frage gestellt, es wurden die Berechnungsverfahren in Frage gestellt. Letztlich, wenn Sie es runterbrechen, ging es immer um die Frage Geld. Das heißt, dieser passive Lärmschutz kostet natürlich Geld. Die Beträge, die dort von Seiten der Flughafenbetreiber und von Seiten des Verkehrsministeriums genannt wurden, waren weit überhöht, wie sich in den weiteren Verfahren gezeigt hat. Das heißt, man hat versucht, den Lärmschutz herunter zu argumentieren, um letztlich für die Flughafenbetreiber Geld zu sparen. Das Bundesverkehrsministerium. Hier geht es um Geld, um viel Geld. Hier werden Investitionen in Milliardenhöhe vereinbart. Nicht verwunderlich ist, dass die Lobbyisten der Fraport AG hier längst schon an der Arbeit sind. Deshalb wird hier das neue Gesetz von Anfang an kritisch gesehen. Leichtes Spiel für die Fraport-Lobby. In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden die Einzelheiten des geplanten Fluglärmgesetzes beraten. Fachbeamte aus den Bundesministerien und den Ländern diskutieren jedes Detail. Einer ist kein Beamter. Der Vertreter des Bundesverkehrsministeriums. Ihn bezahlt die Luftverkehrswirtschaft. Kurz darauf arbeitet er für die Fraport AG. Ausgerechnet. Ich habe keine persönlichen Kenntnisse über die internen Abläufe innerhalb des Verkehrsministeriums. Ich kann nur feststellen, dass die Positionen, die uns bei der Ressortabstimmung begegnet sind, die Positionen des Verkehrsministeriums und die Positionen einiger Flughafenbetreiber, insbesondere des Flughafen Frankfurts, dass diese Positionen ziemlich deckungsgleich gewesen sind. Das heißt, das Verkehrsministerium hat hier weitestgehend die Position der Flughafenbetreiber und weitestgehend die Position von Fraport übernommen. Aber warum hat die Fraport AG einen derart großen Einfluss auf das Bundesverkehrsministerium und seine eigentlich unabhängigen Beamten? Wie erklärt sich das? Die Entwürfe des für die Fraport so misslichen Fluglärmgesetzes werden in der Abteilung Luft- und Raumfahrt behandelt. Und dort hat just zu dieser Zeit ein Mann seinen Schreibtisch, der von der Fraport bezahlt wird. Ein sogenannter externer Mitarbeiter. Er arbeitet im Ministerium, ist mit dabei bei Sitzungen und Konferenzen und ist trotzdem Angestellter der Fraport AG. Volle 5 Jahre lang geht das so. 5 wichtige Jahre für den Flughafenbetreiber. Das Ministerium beteuert, er habe nichts mit dem Fluglärmgesetz zu tun gehabt. Lobbyisten im Zentrum der Macht, mit Sitz und Schreibtisch im Ministerium. Zumindest den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die ihre Büros gleich gegenüber haben, müsste das auffallen. Schließlich sind sie es, die das Fluglärmgesetz in vielen Ausschusssitzungen beraten und schließlich verabschieden. Sind wenigstens die Politiker unabhängig? Funktioniert die Demokratie wenigstens hier? Was mich da am meisten frustriert hat, war die Anhörung, die es im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages gegeben hat. Da ging es um die Novellierung des Fluglärmschutzgesetzes. Und neben mir saß der Chef des Flughafens Köln-Bonn. Und der hatte eine E-Mail auf dem Tisch der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Da spielt die Fraport die entscheidendste Rolle in dieser Institution. Und aus dieser E-Mail ging hervor, welche Fragen ihm gestellt werden durch die Mitglieder der CDU in diesem Umweltausschuss. Und dann war noch aufgeführt, wer noch alles gefragt wird. Das sind alles Vertreter der Luftverkehrswirtschaft gewesen. Und da wird deutlich, man will sich eigentlich gar nicht seitens der Abgeordneten informieren. Man will gar nicht Aufklärung erreichen, sondern man will ausschließlich der Luftverkehrswirtschaft ein Forum bieten. Die Debatte um das neue Fluglärmgesetz, ein Lehrstück in Sachen Demokratie. Eine unabhängige Kontrolle, das Abwägen von Wirtschaftsinteressen und den Anliegen betroffener Bürger findet nicht statt. Der Deutsche Bundestag im Jahr 2004. Noch weitere 3 Jahre wird es dauern, bis die Abgeordneten über das Fluglärmgesetz abstimmen werden. Hinter den Kulissen, in den vielen Sitzungen der verschiedenen Ausschüsse, wird das Gesetz verwässert und entschärft. Lobbyismus pur. Ja.
Volker Beck ist parlamentarischer Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. Er weiß, wie Lobbyismus funktioniert, kennt den politischen Betrieb seit Jahren. Ihn erschüttert so schnell nichts. Was aber im Jahr 2004 in den Fraktionsbüros der rot-grünen Koalition geschieht, das hätte auch er nicht für möglich gehalten. Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion wollte in der letzten Wahlperiode mit uns gemeinsam einen Antrag verabschieden zum Thema Luftverkehr, Luftverkehrslärm. Als die zuständige Mitarbeiterin unserer Fraktion die Datei geöffnet hat, die Grundlage sein sollte für die weitere Beratung, entdeckte sie, dass die Erstbearbeitung dieser Datei bei Fraport, also dem Betreiber des Frankfurter Flughafens, stattgefunden hat und nicht etwa hier im Deutschen Bundestag. Gerade beim Thema Luftverkehr finde ich es erstaunlich, dass man sich die Perspektive einer Seite eins zu eins zu eigen macht. Der Abgeordnete und das Parlament hat ja die Aufgabe, die verschiedenen legitimen Interessen in der Gesellschaft allgemein wohlorientiert auszugleichen. Und deshalb kann man eigentlich nicht einseitig das, was einem Luftverkehrsunternehmen, was einem Flughafenbetreiber vorschlagen, übernehmen, sondern muss das mit den Interessen der Anwohner beim Fluglärm und mit den Interessen des Klimaschutzes übereinbringen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man eine unterbelichtete Politik und ist eigentlich nicht allgemeinwohlorientiert und macht damit eigentlich seinen Job als Bundestagsabgeordneter nicht ordentlich. Einer, der seinen Job auf jeden Fall ordentlich gemacht hat, ist Wolf-Dieter Zumfort, der klassische Lobbyist. Das Schreiben von Gesetzesvorschlägen gehört bei ihm zum Handwerk. Beamten und Politikern bietet er den vollen Service im Sinne seines Auftraggebers. Versteht sich. Als Lobbyist muss ich mich ja in die Situation des Politikers reinversetzen oder in die Position des Beamten, der eine Entscheidungsvorlage erstellt. Und da kennt man sozusagen die Entwürfe und man versucht entsprechend der Entwürfe sozusagen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch selber Formulierungsvorschläge zu machen. Insofern ist nichts ungewöhnlich, dass man sozusagen Ergänzung zum Gesetz oder zusätzliche Absätze schon so formuliert, dass sie wie im Stil eines Gesetzes aussehen und eigentlich übernommen werden können. Das eigentliche Problem besteht darin, dass der Beamte oder der Politiker verschiedene Gesetzentwürfe von verschiedenen Institutionen bekommt, die auch unterschiedliche Interessen haben. Und er muss jetzt daraus entweder einen eigenen Text machen oder übernimmt von verschiedenen etwas, was aus seiner Sicht dem Gesamtinteresse am nächsten kommt. So also werden Gesetze gemacht. Von Lobbyisten innerhalb und außerhalb der Behörden und Ministerien. Das ist in Berlin so und auch in der hessischen Staatskanzlei. Auch hier hat ein Mitarbeiter der Fraport AG seinen Schreibtisch. Doch mit welchen Aufgaben ist er betraut? Die hessische Landesregierung hüllt sich darüber öffentlich in Schweigen. Die Bundestagsabgeordneten, die damit befasst waren, das Gesetz jetzt endzuformulieren und sich dazu zu positionieren, die waren aufgefordert, mit den hessischen Landesbehörden, die dafür zuständig sind, Kontakt aufzunehmen, um dort Formulierungshilfen zu erhalten. Jetzt ist es so, dass genau in diesen Landesbehörden natürlich Fraport-Mitarbeiter tätig sind. Und es liegt nahe, dass die Fraport hier entsprechenden Einfluss geltend gemacht hat, um Formulierungen, die ihr liegen, die sie braucht, auch dann im Gesetz platzieren zu können. 2005. Noch immer wird am Fluglärmgesetz gefeilt. Noch immer versuchen die Flughafenbetreiber zu verhindern, dass das Gesetz für sie zu teuer wird. Noch immer Lobbyarbeit hinter den Kulissen. Formulierungsvorschläge kommen von einem Anwalt für Planungsrecht und werden sich später nachweislich im fertigen Gesetzestext wiederfinden. Der Anwalt vertritt gewöhnlich Flughafenbetreiber, aber auch die hessische Landesregierung. Er habe nicht im Auftrag der Flughafenbetreiber gehandelt, sondern als unabhängiger bestellter Sachverständiger, so der Anwalt. Für mich ist der Lobbyismus der Fraport AG wie auch der Luftverkehrswirtschaft insgesamt mit einem Krebsgeschwür zu vergleichen. Es breitet sich genauso schnell aus. Das merkt man ganz schnell, wenn irgendwelche neuen Positionen kreiert werden.
Zum Beispiel hat die Fraport im Zusammenhang mit dem Flughafenausbau eine sogenannte Lärmsynopse von Wissenschaftlern anfertigen lassen. Die war noch nicht mal richtig veröffentlicht. Da ist sie schon in allen Behörden gehandelt worden als die große Erkenntnis. Das heißt, es ist direkt dort reingetragen worden. Und genauso bösartig ist das auch, was dort geschieht. Das heißt, die Positionen der Fluglärmbetroffenen, Gesundheitsschutz etc. werden gar nicht mehr wahrgenommen. Und das ist fatal, weil eigentlich hätte man sich diesem Schutzbedarf annehmen müssen. Lobbyisten in Ministerien, Lobbyisten, die an Gesetzen mitarbeiten. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages reagieren aufgeregt, als unsere Recherchen im November 2006 bekannt werden. Fragen im Parlament und eine Antwort der Bundesregierung, die schlichtweg falsch ist. Können Sie uns darüber informieren, ob Informationen richtig sind, dass ein Mitarbeiter der Betreibergesellschaft Fraport AG im Bundesverkehrsministerium beschäftigt ist, und zwar seit September 2001, und dass er auch von der Fraport AG bezahlt wird? Ich darf, Herr Kollege Beck, noch einmal sagen, dass alle Mitarbeiterinnen der Bundesregierung für die Tätigkeit, die sie für die Bundesregierung verrichten, auch von der Bundesregierung bezahlt werden. Da hat man das Parlament richtiggehend belogen. Und ich finde, eigentlich gehört es dazu, dass die Bundesregierung im Haushaltsausschuss und in allen Fachausschüssen jeweils berichtet, wer in dem jeweiligen Ministerium von wem kommt und wer den bezahlt, was die Konditionen sind. Weil man begegnet ja auch als Abgeordneter den Fachbeamten im Ausschuss. Und man hört schon anders hin, wenn man weiß, das ist jetzt gar nicht der Beamte des Verkehrsministeriums, sondern das ist ein Mitarbeiter von Fraport, der gegenwärtig fürs Verkehrsministerium arbeitet. Wolf-Dieter Zumfort hat keinen Schreibtisch im Ministerium. Er ist Lobbyist alten Stils. Immer unterwegs versucht er, politische Entscheidungen im Sinne seines Arbeitgebers zu beeinflussen. Die Aufregung darüber, dass Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen quasi als Leihbeamte in Ministerien und Behörden arbeiten, kann Zumfort nicht verstehen. Schließlich sei doch alles klar geregelt. Dieser Wechsel zwischen Verwaltung und öffentlicher Wirtschaft ist auch gewünscht. Man kauft sich auf diese Art und Weise oder man holt sich auf diese Art und Weise Expertise rein, die man selber im eigenen Unternehmen oder in der Verwaltung nicht hat. Es muss nur an der Stelle klar sein, dass es ein Mann von außen ist, der jetzt im Ministerium arbeitet. Muss klar sein, die Loyalität gehört jetzt dem jetzigen Arbeitgeber, also dem Ministerium. Und es muss eigentlich auch klar sein, dass das Ministerium ihn bezahlt. Und so ist es eben nicht. Bezahlt werden die sogenannten externen Mitarbeiter in den Ministerien nicht vom Steuerzahler, sondern von ihren Konzernen. Und unabhängig sind sie auch nicht. Die Idee stammt aus dem Kanzleramt zu Beginn der Ära Schröder. Ein Austauschprogramm zwischen Industrie und Politik war geplant. Vertreter der Wirtschaft sollten vor allem Sachverstand in die Ministerien tragen. Denn dort wurde gleichzeitig gespart. Der schlanke Staat war das Ziel. Was aus der Idee geworden ist, das ist Lobbyismus pur. Es kann nicht sein, dass wir sparen im öffentlichen Dienst und dann sagen, nun brauchen wir aber für die Erstellung von Gesetzentwürfen die Privatwirtschaft und dann schreibt sich die Privatwirtschaft selber die Gesetzentwürfe. Das wäre eine Bankrotterklärung der Politik. Das wäre absolut unzulässig. Die Bankrotterklärung der Politik. Im Dezember 2006 gibt die Bundesregierung bekannt, wie viele Mitarbeiter aus der Wirtschaft als Leihbeamte in Ministerien arbeiten. Es sind rund 120. Und ihre Arbeitgeber, die Crème de la Crème der deutschen Wirtschaft. Von Industriekonzernen über Banken und Versicherungen bis hin zu Wirtschaftsverbänden.
das Bundesverkehrsministerium in Berlin. Hier geht es um besonders hohe Investitionen und besonders viele Vertreter der Wirtschaft sind hier beschäftigt. Zum Beispiel Susanne Vollrath. Beruflich führt sie ein Doppelleben. Eigentlich arbeitet sie für den Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Ihr Job ist es, möglichst viele lukrative öffentliche Aufträge für die deutsche Bauwirtschaft zu organisieren. Vier Tage in der Woche arbeitet sie für den Verband. Und den fünften Tag der Woche ist sie im Bundesverkehrsministerium. Ihr Chef schwärmt von der Effizienz dieses Modells. Früher waren wir über Anhörungen in die Entscheidungsvorbereitung eingebunden. Das war oft zu spät. Heute sind wir sehr viel früher beteiligt an der Entwicklung von Maßnahmen. Das ist für uns ein wesentlich effizienterer Ansatz. Die Lobbyistin hat im Bundesverkehrsministerium ein eigenes Büro und tritt offiziell als Mitarbeiterin des Ministeriums auf. Bezahlt wird sie aber von der Bauindustrie. Wir haben einen Arbeitsvertrag mit dem Ministerium. Die Mitarbeiterin arbeitet im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Auch deutsche Großkonzerne sind gut vertreten im Bundesverkehrsministerium. 2002 hatte dort ein Mitarbeiter von Daimler Chrysler seinen Schreibtisch und offenbar Zugang zu internen Dokumenten. Ein Kollege von damals erinnert sich. Nils Ehlers. Der Politologe arbeitete zur gleichen Zeit im Verkehrsministerium. Mir saß ein Mitarbeiter der Firma Daimler Chrysler gegenüber und hat sich häufig Unterlagen kommen lassen, die zum großen Teil nur für den internen Gebrauch bestimmt waren und auch kopiert und offensichtlich auch mit nach Hause genommen. Und ich habe auch mitbekommen, wie er telefoniert hat, offenbar mit seinem Arbeitgeber Daimler Chrysler. Und hat dann solche Dinge gesagt wie, das und das bekommen wir wohl nicht durch. Genau zu diesem Zeitpunkt entschied das Verkehrsministerium über den Milliardenauftrag in Sachen Lkw-Maut. Ein Konsortium, an dem Daimler Chrysler beteiligt war, bekam schließlich den Zuschlag. Zufall? Der Konzern teilt dazu mit, vereinbart sei gewesen, dass ihr Mitarbeiter im Verkehrsministerium nichts mit dem Thema Lkw-Maut zu tun habe. Auch das Bund ein lohnendes Ziel für Lobbyisten. Vor allem Vertreter von Banken arbeiten hier an Gesetzestexten mit. Mit Erfolg. Für die Banken. Beispiel sogenannte Hedgefonds. Diese Geldanlage spekuliert auf fallende Aktienkurse. Für die Banken hochprofitabel und riskant für die Anleger. Die können alles verlieren. Deshalb war das milliardenschwere Glücksspiel in Deutschland bis zum Jahr 2003 verboten. Dann wollte die rot-grüne Bundesregierung plötzlich die Hürden für die risikoreichen Hedgefonds beseitigen. Wen wundert es? Im Bundesfinanzministerium arbeitet zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet eine Juristin des Hedgefondsverbandes BVI. Sie erstellt Vorlagen, schreibt an Gesetzesentwürfen. Bezahlt wird die Juristin von der Finanzbranche, wie ihr Chef einräumt. Wir haben das Gehalt weiterhin bezahlt. Die Mitarbeiterin hatte ein Büro im zuständigen Referat in Berlin. Sind die Interessen des Verbandes mit eingeflossen? Insoweit, dass wir ein Know-how dort eingebracht haben, Ressourcen eingebracht haben, aber wir haben nicht konkret Einfluss genommen auf den Inhalt des Gesetzes. Natürlich hat die Mitarbeiterin das getan. Lobbyisten und ihr Einfluss auf die Politik, auch im Bundesgesundheitsministerium. Interessant für die Pharmaindustrie, aber auch für die Krankenkassen. Die waren gleich mehrfach vertreten im Ministerium. Übertrieben hatte es ein Leihbeamter der Deutschen Angestelltenkrankenkasse DAK. Im Ministerium kopierte er vertrauliche Dokumente und gab diese an seinen Arbeitgeber weiter. Peinlich für das Gesundheitsministerium. Erstmals gesteht man Fehler ein. Es ist eine unerklärliche Geschichte. Eigentlich dürfte sie nicht vorkommen. Wir gehen davon aus, dass das ein Einzelfall ist. Ich füge aber auch hinzu, sollte sich herausstellen, dass dieser
Mitarbeiter, der nun nicht mehr für das Bundesgesundheitsministerium tätig ist, sollte sich herausstellen, dass das nicht der einzige Fall gewesen ist, dann werden wir eine erneute Prüfung vornehmen. Von der peinlichen Praxis zurück zur Theorie. Seit 30 Jahren lehrt Hans-Herbert von Arnim seine Studenten, Beamte entscheiden unabhängig und sind nur dem Allgemeinwohl verpflichtet. Heute ist das wohl überholt, so scheint es. Solche Leute sind Diener zweier Herren. Sie sitzen an den Schreibtischen der Ministerien und werden doch gleichzeitig von privaten Firmen bezahlt. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Natürlich versuchen sie, Gesetze im Sinne ihrer Firmen zu beeinflussen. Und gleichzeitig berichten sie deren Vorständen über jede Regung im Ministerium. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Das ist eine Form der Korruption. Unabhängige Beamte in den Ministerien entwerfen Gesetze. Politiker im Deutschen Bundestag beschließen sie. So ist das geregelt in unserer Demokratie. Und so funktioniert es schon längst nicht mehr. Die Empörung der Abgeordneten verwundert nicht. Ich kannte diesen Umstand nicht, dass Mitarbeiter von Firmen in Ministerien sitzen und an Gesetzesvorhaben vorbereitend mitarbeiten. Das Problem besteht darin, dass mangelnde Transparenz Misstrauen erzeugen muss. Lobbyismus ist nicht unanständig. Er wird dann unanständig, wenn er im Verborgenen stattfindet und wenn Einflussnahme auf den öffentlichen Gesetzgeber mit Geld, mit finanzieller Unterstützung verbunden ist. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass in dem Umfang von interessierten Unternehmen oder Verbänden tätige Mitarbeiter in der Gesetzgebungsmaschinerie der Bundesregierung Eingang finden oder tätig sind. Das ist für mich eine neue Dimension von Einflussnahme, die dort mindestens als Gefahr besteht. Und deshalb muss man hier einen Riegel vorschieben, das heißt die Personalaustauschprogramme sauber regeln, damit die Gefahr begrenzt bleibt. Wenn man zynisch wäre, würde man sagen, die Regierung ist ehrlich geworden. In unserer Demokratie regiert ja nicht das Volk, sondern die Wirtschaftsverbände regieren. Also könnte die Regierung sagen, warum nehmen wir nicht gleich die Vertreter der Wirtschaft in die Ministerien? Aber jetzt ernsthaft, natürlich muss eine Demokratie so etwas strikt untersagen. Es kann nicht möglich sein, dass in dieser Form Einzelinteressen die Gesetze bestimmen, die im Grunde genommen ja für das Allgemeinwohl bestimmt sein sollen. Jetzt prüft der Bundesrechnungshof in Bonn. Die Vorwürfe wiegen schwer. Haben tatsächlich Vertreter der Wirtschaft regelmäßig Gesetze formuliert und durchgesetzt? Wenn ja, war das legal? Und welche Nachteile sind den Bürgern dadurch möglicherweise entstanden? Müssen Gesetze zurückgenommen oder nachgebessert werden? Wir werden die Ergebnisse der laufenden parlamentarischen Anfragen sorgfältig prüfen und auswerten. Ich denke, ich kann aber jetzt schon sagen, dass wir im Jahr 2007 das Thema zum Gegenstand einer Prüfung des Bundesrechnungshofes machen werden. Dabei werden zwei Punkte im Vordergrund stehen. Der eine Punkt, wer bezahlt die Personen, die in den Ministerien zum Beispiel an Gesetzen mitarbeiten. Der zweite Punkt ist die Neutralität des Verwaltungshandelns gewährleistet oder bestehen hierfür Risiken, zum Beispiel in den Fällen, dass Personen an Gesetzen mitarbeiten und von Verbänden oder Unternehmen bezahlt werden. Für den Flughafenbetreiber Fraport AG hat sich die Lobbyarbeit in Behörden und Ministerien bereits heute ausgezahlt. Das neue Lärmschutzgesetz, verabschiedet im Dezember 2006, enthält eine Ausnahmeregelung für die geplante Flughafenerweiterung. Eine Lex Fraport eben, wie Insider wissen. Das Gesetz ist an verschiedenen Stellen verändert worden gegenüber dem Entwurf, den ursprünglich mal der Bundesumweltminister Trittin vorgelegt hatte. Es geht dabei um Grenzwerte, es geht dabei um Schutzzonen. Das, was in erster Linie an dem gegenwärtigen Gesetzentwurf zu kritisieren ist, er nimmt die Fraport, das heißt den Frankfurter Flughafen, aus der Verantwortung für einen verschärften Lärmschutz, da man hier eine Übergangsregelung geschaffen hat, die hier Erleichterungen für den Frankfurter Flughafen schafft, zulasten letztlich der lärmbetroffenen Bevölkerung um den Flughafen herum. Er hat verloren, der Raunheimer Bürgermeister Thomas Jühe.
Jahrelang hat er Akten angelegt und studiert. Klinkenputzen bei Behörden und Politikern hat sich nicht gelohnt. Die andere Seite war schneller und effizienter. Die Bundestagsabgeordneten sind beeinflusst worden, haben einfach für ein Gesetz den Finger gehoben, nachdem man gesagt hat, es reicht schon. Das kann nicht sein, da habe ich eine andere Erwartung. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass jetzt solche Lobbyarbeit einfach transparent wird, dass man sieht, was da passiert ist und dass sich Bundestagsabgeordnete verdammt nochmal das nächste Mal schlauer machen müssen, bevor sie so ein Gesetz beschließen. Wolf-Dieter Zumfort auf dem Weg nach Kiel. Mit dem neuen Fluglärmgesetz ist er mehr als zufrieden. In Kiel will Zumfort einen Vortrag halten. Sein Thema: klassische Lobbyarbeit und Demokratie. Jenseits von Wirtschaftsvertretern in Ministerien und Behörden. Da der Begriff Lobbyismus ja nicht nur positiv besetzt ist, habe ich gesagt, gehe ich auch nach Kiel und erkläre mal, was ich unter Lobbyismus verstehe. Früher waren Grüne und insbesondere auch die SPD so ablehnend gegenüber den Lobbyisten. Und in der Tat hat sich das aufgelöst. Einer der besten Freunde des damaligen Bundeskanzlers war Roland Berger. Das heißt, ein Unternehmensberater, ein Politikberater und der Bundeskanzler zusammen. Das hat gelockert, aufgelockert. Und so finden wir heute grüne Politiker, ehemalige, als Lobbyisten. Oder sozialdemokratische Politiker als Lobbyisten, Firmenlobbyisten oder in Verbänden und so weiter. Mit anderen Worten, Public Relation ist mehr als nur Presse. Parlamentarische Abende kann man machen, Sommerfeste, Golf, Tennis, Kartturniere oder es gibt politische oder literarische Salons. Wir machen zum Beispiel im Keller unseres Hauses, ein schöner Weinkeller. Mein Chef lädt ein nach einer Liste, die ich ihm vorschlage. Und dann wird dort ohne Block und Bleistift wieder beim guten Wein, beim guten Essen diskutiert, aber auf sehr hohem Niveau und mit ausgewählten Leuten. Und hinterher spielt man dann Golf oder spielt Tennis. Das rundet das Ganze ab. Entsprechend der Entwürfe sozusagen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch selber Formulierungsvorschläge zu machen. Insofern ist nichts ungewöhnlich, dass man sozusagen Ergänzungen zum Gesetz oder zusätzliche Absätze schon so formuliert, dass sie wie im Stil eines Gesetzes aussehen und eigentlich übernommen werden können. Das eigentliche Problem besteht darin, dass der Beamte oder der Politiker verschiedene Gesetzentwürfe von verschiedenen Institutionen bekommt, die auch unterschiedliche Interessen haben. Und er muss jetzt daraus entweder einen eigenen Text machen oder übernimmt von verschiedenen etwas, was aus seiner Sicht dem Gesamtinteresse am nächsten kommt. So also werden Gesetze gemacht. Von Lobbyisten innerhalb und außerhalb der Behörden und Ministerien. Das ist in Berlin so und auch in der hessischen Staatskanzlei. Auch hier hat ein Mitarbeiter der Fraport AG seinen Schreibtisch. Doch mit welchen Aufgaben ist er betraut? Die hessische Landesregierung hüllt sich darüber öffentlich in Schweigen. Die Bundestagsabgeordneten, die damit befasst waren, das Gesetz jetzt endzuformulieren und sich dazu zu positionieren, die waren aufgefordert, mit den hessischen Landesbehörden, die dafür zuständig sind, Kontakt aufzunehmen, um dort Formulierungshilfen zu erhalten. Jetzt ist es so, dass genau in diesen Landesbehörden natürlich Fraport-Mitarbeiter tätig sind. Und es liegt nahe, dass die Fraport hier entsprechenden Einfluss geltend gemacht hat, um Formulierungen, die ihr liegen, die sie braucht, auch dann im Gesetz platzieren zu können. 2005. Noch immer wird am Fluglärmgesetz gefeilt. Noch immer versuchen die Flughafenbetreiber zu verhindern, dass das Gesetz für sie zu teuer wird. Noch immer Lobbyarbeit hinter den Kulissen. Formulierungsvorschläge kommen von einem Anwalt für Planungsrecht und werden sich später nachweislich im fertigen Gesetzestext wiederfinden. Der Anwalt vertritt gewöhnlich Flughafenbetreiber, aber auch die hessische Landesregierung. Er habe nicht im Auftrag der Flughafenbetreiber gehandelt, sondern als unabhängiger bestellter Sachverständiger, so der Anwalt.
Für mich ist der Lobbyismus der Fraport AG wie auch der Luftverkehrswirtschaft insgesamt mit einem Krebsgeschwür zu vergleichen. Es breitet sich genauso schnell aus. Das merkt man ganz schnell, wenn irgendwelche neuen Positionen kreiert werden. Zum Beispiel hat die Fraport im Zusammenhang mit dem Flughafenausbau eine sogenannte Lärmsynopse von Wissenschaftlern anfertigen lassen. Die war noch nicht mal richtig veröffentlicht. Da ist sie schon in allen Behörden gehandelt worden als die große Erkenntnis. Das heißt, es ist direkt dort reingetragen worden. Und genauso bösartig ist das auch, was dort geschieht. Das heißt, die Positionen der Fluglärmbetroffenen, Gesundheitsschutz etc. werden gar nicht mehr wahrgenommen. Und das ist fatal, weil eigentlich hätte man sich diesem Schutzbedarf annehmen müssen. Lobbyisten in Ministerien, Lobbyisten, die an Gesetzen mitarbeiten. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages reagieren aufgeregt, als unsere Recherchen im November 2006 bekannt werden. Fragen im Parlament und eine Antwort der Bundesregierung, die schlichtweg falsch ist. Können Sie uns darüber informieren, ob Informationen richtig sind, dass ein Mitarbeiter der Betreibergesellschaft Fraport AG im Bundesverkehrsministerium beschäftigt ist, und zwar seit September 2001, und dass er auch von der Fraport AG bezahlt wird? Ich darf, Herr Kollege Beck, noch einmal sagen, dass alle Mitarbeiterinnen der Bundesregierung für die Tätigkeit, die sie für die Bundesregierung verrichten, auch von der Bundesregierung bezahlt werden. Da hat man das Parlament richtiggehend belogen. Und ich finde, eigentlich gehört es dazu, dass die Bundesregierung im Haushaltsausschuss und in allen Fachausschüssen jeweils berichtet, wer in dem jeweiligen Ministerium von wem kommt und wer den bezahlt, was die Konditionen sind. Weil man begegnet ja auch als Abgeordneter den Fachbeamten im Ausschuss. Und man hört schon anders hin, wenn man weiß, das ist jetzt gar nicht der Beamte des Verkehrsministeriums, sondern das ist ein Mitarbeiter von Fraport, der gegenwärtig fürs Verkehrsministerium arbeitet. Wolf-Dieter Zumfort hat keinen Schreibtisch im Ministerium. Er ist Lobbyist alten Stils. Immer unterwegs versucht er, politische Entscheidungen im Sinne seines Arbeitgebers zu beeinflussen. Die Aufregung darüber, dass Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen quasi als Leihbeamte in Ministerien und Behörden arbeiten, kann Zumfort nicht verstehen. Schließlich sei doch alles klar geregelt. Dieser Wechsel zwischen Verwaltung und öffentlicher Wirtschaft ist auch gewünscht. Man kauft sich auf diese Art und Weise oder man holt sich auf diese Art und Weise Expertise rein, die man selber im eigenen Unternehmen schenken ab, sondern insgesamt, wie man sich einbringt als Person, seriös, aber auch liebevoll. Beamten ist es nicht erlaubt, Geschenke anzunehmen. Daran halten wir uns. Dem Beamten ist es nicht erlaubt, bestimmte opulente Essen zu machen. Das ist auch vernünftig. Und daran haben sich auch mittlerweile alle Restaurants in Berlin gewöhnt. Die bieten an sogenannte Geschäftsessen, wo man weiß, dass man nicht über eine bestimmte Grenze 20-25 € zahlt. Vor diesem Hintergrund hat sich hier ein geregeltes Verfahren der Kontaktaufnahme, der Kommunikation eingerichtet, ohne dass Missgünstige sagen können, hier wird jemand mit dicken Essen oder mit dicken Geschenken bestochen. Das ist nicht der Fall. Und insofern weiß man sich richtig zu benehmen. Wer das nicht tut, der fliegt aus dem Geschäft raus, um es ganz deutlich zu sagen. So also geht das mit dem Lobbyismus. Gepflegte Kontakte in angenehmer Atmosphäre mit klaren Regeln. Lobbyismus in der Hauptstadt. Wer hat das Sagen im Land? Im Prinzip muss ich zum richtigen Moment, an der richtigen Stelle, den richtigen Entscheidungsträger finden. Das bedeutet nicht nur diejenigen, die als Referatsleiter oder Abteilungsleiter oder als Staatssekretäre eine Entscheidung sozusagen vollziehen, sondern auch in der Vorbereitung, wer die Papiere schreibt, wer weiß, wann sie vorgelegt werden und wer weiß, wie viele Leute daran mitwirken. Das heißt, ich muss hierarchiefrei reden können, sowohl mit der Sekretärin als auch mit dem Referenten, als auch mit dem Referatsleiter und dann mit der Hierarchie da drüben. Im Prinzip
heißt es alle, von dem obersten Würdenträger bis zum einfachen Kofferträger und Wasserträger. Hier in der Parlamentsbibliothek des Deutschen Bundestages lagern Tausende von Gesetzen. Alle von unabhängigen Beamten entworfen und von unabhängigen Politikern beschlossen. Wirklich? Zum Beispiel das Fluglärmgesetz, das der Flughafenbetreiber Fraport so fürchtet. Im Jahr 2000 wollte die rot-grüne Bundesregierung dieses Gesetz verbessern, zum Schutz der lärmgeplagten Bürger. Was folgte, war ein Lehrstück in Sachen Lobbyismus. 6 Jahre dauerte das Tauziehen, 6 Jahre lang zähe Lobbyarbeit. Das Bundesumweltministerium in Berlin. Hier begann alles. Die Beamten erhalten den Auftrag, das alte Fluglärmgesetz zu überarbeiten. Vor allem soll geregelt werden, wie die Anwohner für den Fluglärm entschädigt werden müssen. Es geht um Geld. Viel Geld für Flughafenbetreiber wie die Fraport AG. Rainer Barke ist zu dieser Zeit Staatssekretär im Bundesumweltministerium. An den politischen Verhandlungen um das neue Gesetz war er unmittelbar beteiligt und wundert sich noch heute. Federführend innerhalb der Bundesregierung ist der Bundesumweltminister. Das heißt, unser Haus hatte einen Entwurf zu erstellen und dieser Entwurf wird dann mit den anderen betroffenen Ressorts abgestimmt. Und am meisten Gegenwind gab es aus dem Verkehrsministerium. Wie sah dieser Gegenwind aus? Es wurden die Grenzwerte in Frage gestellt, es wurden die Schutzzonen in Frage gestellt, es wurden die Berechnungsverfahren in Frage gestellt. Letztlich, wenn Sie es runterbrechen, ging es immer um die Frage Geld. Das heißt, dieser passive Lärmschutz kostet natürlich Geld. Die Beträge, die dort von Seiten der Flughafenbetreiber und von Seiten des Verkehrsministeriums genannt wurden, waren weit überhöht, wie sich in den weiteren Verfahren gezeigt hat. Das heißt, man hat versucht, den Lärmschutz herunter zu argumentieren, um letztlich für die Flughafenbetreiber Geld zu sparen. Das Bundesverkehrsministerium. Hier geht es um Geld, um viel Geld. Hier werden Investitionen in Milliardenhöhe vereinbart. Nicht verwunderlich ist, dass die Lobbyisten der Fraport AG hier längst schon an der Arbeit sind. Deshalb wird hier das neue Gesetz von Anfang an kritisch gesehen. Leichtes Spiel für die Fraport-Lobby. In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden die Einzelheiten des geplanten Fluglärmgesetzes beraten. Fachbeamte aus den Bundesministerien und den Ländern diskutieren jedes Detail. Einer ist kein Beamter. Der Vertreter des Bundesverkehrsministeriums. Ihn bezahlt die Luftverkehrswirtschaft. Kurz darauf arbeitet er für die Fraport AG. Ausgerechnet. Ich habe keine persönlichen Kenntnisse über die internen Abläufe innerhalb des Verkehrsministeriums. Ich kann nur feststellen, dass die Positionen, die uns bei der Ressortabstimmung begegnet sind, die Positionen des Verkehrsministeriums und die Positionen einiger Flughafenbetreiber, insbesondere des Flughafen Frankfurts, dass diese Positionen ziemlich deckungsgleich gewesen sind. Das heißt, das Verkehrsministerium hat hier weitestgehend die Position der Flughafenbetreiber, weitestgehend die Position von Fraport übernommen. Aber warum hat die Fraport AG einen derart großen Einfluss auf das Bundesverkehrsministerium und seine eigentlich unabhängigen Beamten? Wie erklärt sich das? Die Entwürfe des für die Fraport so misslichen Fluglärmgesetzes werden in der Abteilung Luft- und Raumfahrt behandelt. Und dort hat just zu dieser Zeit ein Mann seinen Schreibtisch, der von der Fraport bezahlt wird. Ein sogenannter externer Mitarbeiter. Er arbeitet im Ministerium, ist mit dabei bei Sitzungen und Konferenzen und ist trotzdem Angestellter der Fraport AG. Volle 5 Jahre lang geht das so. 5 wichtige Jahre für den Flughafenbetreiber. Das Ministerium beteuert, er habe nichts mit dem Fluglärmgesetz zu tun gehabt.
Lobbyisten im Zentrum der Macht, mit Sitz und Schreibtisch im Ministerium. Zumindest den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die ihre Büros gleich gegenüber haben, müsste das auffallen. Schließlich sind sie es, die das Fluglärmgesetz in vielen Ausschusssitzungen beraten und schließlich verabschieden. Sind wenigstens die Politiker unabhängig? Funktioniert die Demokratie wenigstens hier? Was mich da am meisten frustriert hat, war die Anhörung, die es im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages gegeben hat. Da ging es um die Novellierung des Fluglärmschutzgesetzes. Und neben mir saß der Chef des Flughafens Köln-Bonn. Und der hatte eine E-Mail auf dem Tisch der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Da spielt die Fraport die entscheidendste Rolle in dieser Institution. Und aus dieser E-Mail ging hervor, welche Fragen ihm gestellt werden durch die Mitglieder der CDU in diesem Umweltausschuss. Und dann war noch aufgeführt, wer noch alles gefragt wird. Das sind alles Vertreter der Luftverkehrswirtschaft gewesen. Und da wird deutlich, man will sich eigentlich gar nicht seitens der Abgeordneten informieren. Man will gar nicht Aufklärung erreichen, sondern man will ausschließlich der Luftverkehrswirtschaft ein Forum bieten. Die Debatte um das neue Fluglärmgesetz, ein Lehrstück in Sachen Demokratie. Eine unabhängige Kontrolle, das Abwägen von Wirtschaftsinteressen und den Anliegen betroffener Bürger findet nicht statt. Der Deutsche Bundestag im Jahr 2004. Noch weitere 3 Jahre wird es dauern, bis die Abgeordneten über das Fluglärmgesetz abstimmen werden. Hinter den Kulissen, in den vielen Sitzungen der verschiedenen Ausschüsse, wird das Gesetz verwässert und entschärft. Lobbyismus pur. Volker Beck ist parlamentarischer Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. Er weiß, wie Lobbyismus funktioniert, kennt den politischen Betrieb seit Jahren. Ihn erschüttert so schnell nichts. Was aber im Jahr 2004 in den Fraktionsbüros der rot-grünen Koalition geschieht, das hätte auch er nicht für möglich gehalten. Die Sozialdemokratische Bundestagsfraktion wollte in der letzten Wahlperiode mit uns gemeinsam einen Antrag verabschieden zum Thema Luftverkehr, Luftverkehrslärm. Als die zuständige Mitarbeiterin unserer Fraktion die Datei geöffnet hat, die Grundlage sein sollte für die weitere Beratung, entdeckte sie, dass die Erstbearbeitung dieser Datei bei Fraport, also dem Betreiber des Frankfurter Flughafens, stattgefunden hat und nicht etwa hier im Deutschen Bundestag. Gerade beim Thema Luftverkehr finde ich es erstaunlich, dass man sich die Perspektive einer Seite 1:1 zu eigen macht. Der Abgeordnete und das Parlament hat ja die Aufgabe, die verschiedenen legitimen Interessen in der Gesellschaft allgemein wohlorientiert auszugleichen. Und deshalb kann man eigentlich nicht einseitig das, was einem Luftverkehrsunternehmen, was einem Flughafenbetreiber vorschlagen, übernehmen, sondern muss das mit den Interessen der Anwohner beim Fluglärm und mit den Interessen des Klimaschutzes übereinbringen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man eine unterbelichtete Politik und ist eigentlich nicht allgemeinwohlorientiert und macht damit eigentlich seinen Job als Bundestagsabgeordneter nicht ordentlich. Einer, der seinen Job auf jeden Fall ordentlich gemacht hat, ist Wolf-Dieter Zumfort, der klassische Lobbyist. Das Schreiben von Gesetzesvorschlägen gehört bei ihm zum Handwerk. Beamten und Politikern bietet er den vollen Service im Sinne seines Auftraggebers. Versteht sich. Als Lobbyist muss ich mich ja in die Situation des Politikers reinversetzen oder in die Position des Beamten, der eine Entscheidungsvorlage erstellt. Und da kennt man sozusagen die Entwürfe und man versucht. Raunheim bei Frankfurt. Eigentlich ein beschauliches kleines Städtchen. Wäre da nicht der unerträgliche Fluglärm? Raunheim liegt in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens. Und deshalb ist Thomas Jühe, der Bürgermeister, fast ständig unterwegs, kämpft für die Interessen der Raunheimer Bürger. Auch er ist Interessensvertreter, Wolf-Dieter Zumfort. Allerdings für die Gegenseite. Er macht Lobbyarbeit für Europas größten Touristikkonzern, die TUI. Die hat Interesse an noch mehr Flugverkehr. Man braucht Leute wie mich, die alles tun, was überhaupt machbar ist. Die Fluglärmbetroffenen haben keine andere Lobby. Auch wenn das wirklich sehr, sehr selten ist, dass ein solcher Einfluss mal wirksam wird.
Ich werde dafür bezahlt, dass ich den politischen Prozess kenne. Ich mache Lobby. Und es gibt nur einen Prozess, der da heißt, zur richtigen Zeit den richtigen Mann am richtigen Ort zu treffen, weil er die Entscheidungsbefugnis hat. Fraport ist sicherlich einer der Hauptakteure, wenn man über Lobbyarbeit der Luftverkehrswirtschaft spricht. Es ist der größte Flughafenbetreiber in Deutschland und auch der einflussreichste. Die lärmgeplagten Bürger von Raunheim, gleich neben der Landebahn, hoffen auf die Politiker. Hoffen darauf, dass ihre Interessen per Gesetz durchgesetzt werden. Und die Fraport AG, Deutschlands größter Flughafenbetreiber, hofft auf noch mehr Flugverkehr, noch mehr Geschäft. Wer wird sich durchsetzen? Wer hat eigentlich das Sagen im Land? Ich bin eigentlich die letzten Monate nahezu jede Woche unterwegs und nehme Kontakte auf zu Bundestagsabgeordneten, zu Landtagsabgeordneten, um hier eben entsprechend noch Verbesserungen zu erreichen im Sinne der Fluglärmbetroffenen. Aber leider ist meine Erfahrung, dass die Türklinken, die ich da runterdrücke, die wurden wenige Wochen vorher schon seitens der Luftverkehrswirtschaft bedient. Da ist meistens schon alles eingetütet, da kann ich kaum mehr was bewegen. Thomas Jühe, Lobbyist auf verlorenen Posten, so scheint es. Seine Gegner sind gut organisiert. Natürlich haben wir Interessen mit allen Luftflughäfen, nicht nur mit Fraport. Und wo es geht, versuchen wir die auch gemeinsam durchzusetzen. Das nennt man dann getrennt marschieren, vereint schlagen im Sinne einer militärischen Sprachregelung. Und das muss man ab und zu auch anwenden. Das sind dann strategische Allianzen. Für die Tourismusbranche ist Fluglärm ein notwendiges Übel, eine Begleiterscheinung der steigenden Umsatzzahlen. In gut 300 Metern Höhe donnern die Maschinen beim Landen über die Dächer. An Überflugtagen bis zu 700 Mal am Tag. Raunheim, die Stadt mit dem meisten Fluglärm in Deutschland. Wer kann, zieht weg. Notgedrungen ist Bürgermeister Jühe zum Experten geworden. Er weiß, wie viel Lärm aus welchen Triebwerken kommt. Und die einzelnen Flugzeugtypen kann er schon am Geräusch erkennen. Und auch den täglichen Wetterbericht studiert er, wie alle Bürger hier, ganz genau. Das ist ganz interessant, dass man in Raunheim wahrscheinlich deutlich bessere meteorologische Kenntnisse hat als in anderen Städten der Republik. Hier gibt es ganz viele Experten, die genau wissen, wenn Hochdruckwetterlage mit dem Kern über der Nordsee sich etabliert, dann heißt das, wir werden Ostwind bekommen und Ostwind heißt, die Flieger kommen. Das ist eine Angst, die man hat und man schaut morgens in die Zeitung und guckt, wie entwickelt sich ein Hoch oder ein Tief und danach richten auch viele ihren Tagesablauf ein. Das Partys werden entweder abgesagt oder werden zeitlich verlegt, wenn man weiß, es gibt Ostwetterlage, ich kann hier gar nicht feiern, weil sich überhaupt niemand im Garten miteinander unterhalten kann. Der Frankfurter Flughafen gegen Mitternacht. Noch immer starten und landen hier Maschinen, vor allem mit Frachtgütern. Ein einträgliches Geschäft für den Flughafenbetreiber Fraport, denn jede Landung bringt 5000 Euro Umsatz. Eigentlich sollte das alles gar nicht sein, denn es gilt ein Nachtflugverbot, um die Anwohner zu schützen. Jede einzelne Landung muss eigens genehmigt werden, von der zuständigen Behörde des Landes Hessen. Trotzdem herrscht um Mitternacht reges Treiben. Wie kommt das? Das Hessische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr. Hier wird über die Ausnahmen vom Nachtflugverbot entschieden. Ein Interessenskonflikt. Die Gewinne der Fraport AG auf der einen Seite, der möglichst ungestörte Nachtschlaf der Anwohner auf der anderen. Eine Abwägung, die unabhängige Beamte treffen müssen. Nicht so hier. Die Mitarbeiter der staatlichen Luftverkehrsaufsicht sind Angestellte der Fraport AG und werden von dieser bezahlt. Und so genehmigt sich das Unternehmen die profitablen Nachtflüge einfach selbst. Ganz normal.
Schließlich seien es offizielle Leihbeamte, so die Fraport. Wenn die Wirtschaft Einfluss auf staatliche Entscheidungen nimmt, nennt man das Lobbyismus. An Universitäten ist dieser längst ein Forschungsthema. Der Verwaltungsjurist Hans-Herbert von Arnim hat sich jahrelang mit allen Spielarten des Lobbyismus intensiv befasst. Doch über das, was möglich ist am Frankfurter Flughafen, staunt auch er. Hier steht das Firmeninteresse von Fraport gegen das Interesse der Bürger an Lärmschutz. Darüber müssten eigentlich Beamte neutral abwägen und entscheiden. Wenn darüber aber ausgerechnet von Fraport bezahlte Leute entscheiden, ist das ein Unding und ein klarer Verstoß gegen das Recht. Solche Dinge müssen unabhängige Beamte nach dem Verwaltungsrecht entscheiden. Die Nachtflüge am Frankfurter Flughafen. Nicht immer ganz legal. Zu diesem Schluss kommt die zuständige Bezirksregierung Darmstadt. Wegen einiger Ausnahmegenehmigungen hat sie jetzt sogar Ordnungsgelder verhängt. Doch die Fraport-Angestellten bei der staatlichen Luftaufsicht dürfen bleiben. Und weiter genehmigen. Wie gehabt. Da hat es der Raunheimer Bürgermeister Thomas Jöhl nicht ganz einfach. Seine Ansprechpartner in Ministerien und Behörden sind oft genug Mitarbeiter der Flughafenbetreiber. Zum hessischen Verkehrsministerium gehört auch der Lärmschutzbeauftragte des Landes. Er hat eine wichtige Aufgabe. Er kümmert sich um Beschwerden der Bürger, auch rund um den Frankfurter Airport. Ein unabhängiger Beamter? Mitnichten. Ausgerechnet der Lärmschutzbeauftragte des Landes Hessen wird von der Fraport AG bezahlt. Genau wie seine Kollegen, die die Nachtflüge genehmigen. Man muss sich einmal in die Situation dieser Leute hineinversetzen. Ihre Loyalität gehört natürlich der Firma, von der ihre Zukunft und ihre Karriere abhängt. Ihr gegenüber fühlen sie sich verantwortlich. So wird dann letztlich unabhängige Kontrolle ausgehebelt zugunsten der Interessen einer privaten Firma. Das ist keine unabhängige Kontrolle mehr, die das Verwaltungsrecht verlangt. In Hessen, so scheint es, ist es umgekehrt. Da kontrollieren die Flughafenbetreiber sich selbst. Nun droht der Fraport AG ein Problem. Denn in Frankfurt sollen noch mehr Flugzeuge starten und landen. Geplant ist eine neue, zusätzliche Startbahn. Dabei geht es um Milliardeneinnahmen. Aber die sind gefährdet. Ein neues Bundesgesetz in Sachen Fluglärm könnte den profitablen Ausbau des Flughafens behindern. Das neue Gesetz soll, wenn es nicht verhindert werden kann, wenigstens entschärft werden. Jetzt sind die Flughafenlobbyisten in der Hauptstadt gefragt. Lobbyismus in Berlin. Damit kennt sich Wolf-Dieter Zumfort bestens aus. Meine Aufgabe ist es in Berlin, die Rahmenbedingungen, die politisch gesetzt werden, so mit zu beeinflussen, dass sie für uns optimal sind. Oder andersrum gesagt, unsere Interessen muss ich so in die Politik einbringen, dass die Politik auch Entscheidungen trifft, die diesen Interessen gerecht werden. Man versucht, sein Informations- und Kommunikationsnetz aufzubauen, indem man Gespräche führt, indem man auch zu normalen Geschäftsessen einlädt, indem man sich trifft auf Veranstaltungen oder indem man zum Beispiel bei bestimmten jahreszeitlichen Ereignissen, wie zum Beispiel Weihnachten,
auch schon mal eine Schachtel Pralinen auf den Tisch einer Sekretärin hinstellt, die freut sich darüber, und wenn man dann anruft, weiß man, dass die Aussage, der Chef ist nicht da oder er ist im Gespräch, dann weiß man, dass die stimmt, weil man ein bestimmtes Verhältnis aufgebaut hat. Das hängt nicht nur von... ...gefragt wird, das sind alles Vertreter der Luftverkehrswirtschaft gewesen, und da wird deutlich, man will sich eigentlich gar nicht seitens der Abgeordneten informieren, man will gar nicht Aufklärung erreichen, sondern man will ausschließlich der Luftverkehrswirtschaft ein Forum bieten. Die Debatte um das neue Fluglärmgesetz, ein Lehrstück in Sachen Demokratie. Eine unabhängige Kontrolle, das Abwägen von Wirtschaftsinteressen und den Anliegen betroffener Bürger findet nicht statt. Der Deutsche Bundestag im Jahr 2004. Noch weitere 3 Jahre wird es dauern, bis die Abgeordneten über das Fluglärmgesetz abstimmen werden. Hinter den Kulissen, in den vielen Sitzungen der verschiedenen Ausschüsse, wird das Gesetz verwässert und entschärft. Lobbyismus pur. Volker Beck ist parlamentarischer Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. Er weiß, wie Lobbyismus funktioniert, kennt den politischen Betrieb seit Jahren. Ihn erschüttert so schnell nichts. Was aber im Jahr 2004 in den Fraktionsbüros der rot-grünen Koalition geschieht, das hätte auch er nicht für möglich gehalten. Die Sozialdemokratische Bundestagsfraktion wollte in der letzten Wahlperiode mit uns gemeinsam einen Antrag verabschieden zum Thema Luftverkehr, Luftverkehrslärm. Als die zuständige Mitarbeiterin unserer Fraktion die Datei geöffnet hat, die Grundlage sein sollte für die weitere Beratung, entdeckte sie, dass die Erstbearbeitung dieser Datei bei Fraport, also dem Betreiber des Frankfurter Flughafens, stattgefunden hat und nicht etwa hier im Deutschen Bundestag. Gerade beim Thema Luftverkehr finde ich es erstaunlich, dass man sich die Perspektive einer Seite 1:1 zu eigen macht. Der Abgeordnete und das Parlament hat ja die Aufgabe, die verschiedenen legitimen Interessen in der Gesellschaft allgemein wohlorientiert auszugleichen. Und deshalb kann man eigentlich nicht einseitig das, was einem Luftverkehrsunternehmen, was einem Flughafenbetreiber vorschlagen, übernehmen, sondern muss das mit den Interessen der Anwohner beim Fluglärm und mit den Interessen des Klimaschutzes übereinbringen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man eine unterbelichtete Politik und ist eigentlich nicht allgemeinwohlorientiert und macht damit eigentlich seinen Job als Bundestagsabgeordneter nicht ordentlich. Einer, der seinen Job auf jeden Fall ordentlich gemacht hat, ist Wolf-Dieter Zumfort, der klassische Lobbyist. Das Schreiben von Gesetzesvorschlägen gehört bei ihm zum Handwerk. Beamten und Politikern bietet er den vollen Service im Sinne seines Auftraggebers, versteht sich. Als Lobbyist muss ich mich ja in die Situation des Politikers reinversetzen oder in die Position des Beamten, der eine Entscheidungsvorlage erstellt. Und da kennt man sozusagen die Entwürfe und man versucht entsprechend der Entwürfe sozusagen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch selber Formulierungsvorschläge zu machen. Insofern ist nichts ungewöhnlich, dass man sozusagen Ergänzungen zum Gesetz oder zusätzliche Absätze schon so formuliert, dass sie wie im Stil eines Gesetzes aussehen und eigentlich übernommen werden können. Das eigentliche Problem besteht darin, dass der Beamte oder der Politiker verschiedene Gesetzentwürfe von verschiedenen Institutionen bekommt, die auch unterschiedliche Interessen haben. Und er muss jetzt daraus entweder einen eigenen Text machen oder übernimmt von verschiedenen etwas, was aus seiner Sicht dem Gesamtinteresse am nächsten kommt. So also werden Gesetze gemacht. Von Lobbyisten innerhalb und außerhalb der Behörden und Ministerien. Das ist in Berlin so und auch in der hessischen Staatskanzlei. Auch hier hat ein Mitarbeiter der Fraport AG seinen Schreibtisch. Doch mit welchen Aufgaben ist er betraut? Die hessische Landesregierung hüllt sich darüber öffentlich in Schweigen.
die Bundestagsabgeordneten, die damit befasst waren, das Gesetz jetzt endzuformulieren und sich dazu zu positionieren, die waren aufgefordert, mit den hessischen Landesbehörden, die dafür zuständig sind, Kontakt aufzunehmen, um dort Formulierungshilfen zu erhalten. Jetzt ist es so, dass genau in diesen Landesbehörden natürlich Fraport-Mitarbeiter tätig sind. Und es liegt nahe, dass die Fraport hier entsprechenden Einfluss geltend gemacht hat, um Formulierungen, die ihr liegen, die sie braucht, auch dann im Gesetz platzieren zu können. 2005. Noch immer wird am Fluglärmgesetz gefeilt. Noch immer versuchen die Flughafenbetreiber zu verhindern, dass das Gesetz für sie zu teuer wird. Noch immer Lobbyarbeit hinter den Kulissen. Formulierungsvorschläge kommen von einem Anwalt für Planungsrecht und werden sich später nachweislich im fertigen Gesetzestext wiederfinden. Der Anwalt vertritt gewöhnlich Flughafenbetreiber, aber auch die hessische Landesregierung. Er habe nicht im Auftrag der Flughafenbetreiber gehandelt, sondern als unabhängiger bestellter Sachverständiger, so der Anwalt. Für mich ist der Lobbyismus der Fraport AG wie auch der Luftverkehrswirtschaft insgesamt mit einem Krebsgeschwür zu vergleichen. Es breitet sich genauso schnell aus. Das merkt man ganz schnell, wenn irgendwelche neuen Positionen kreiert werden. Zum Beispiel hat die Fraport im Zusammenhang mit dem Flughafenausbau eine sogenannte Lärmsynopse von Wissenschaftlern anfertigen lassen. Die war noch nicht mal richtig veröffentlicht. Da ist sie schon in allen Behörden gehandelt worden als die große Erkenntnis. Das heißt, es ist direkt dort reingetragen worden. Und genauso bösartig ist das auch, was dort geschieht. Das heißt, die Positionen der Fluglärmbetroffenen, Gesundheitsschutz etc. werden gar nicht mehr wahrgenommen. Und das ist fatal, weil eigentlich hätte man sich diesem Schutzbedarf annehmen müssen. Lobbyisten in Ministerien, Lobbyisten, die an Gesetzen mitarbeiten. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages reagieren aufgeregt, als unsere Recherchen im November 2006 bekannt werden. Fragen im Parlament und eine Antwort der Bundesregierung, die schlichtweg falsch ist. Können Sie uns darüber informieren, ob Informationen richtig sind, dass ein Mitarbeiter der Betreibergesellschaft Fraport AG im Bundesverkehrsministerium beschäftigt ist, und zwar seit September 2001, und dass er auch von der Fraport AG bezahlt wird? Ich darf, Herr Kollege Beck, noch einmal sagen, dass alle Mitarbeiterinnen der Bundesregierung für die Tätigkeit, die sie für die Bundesregierung verrichten, auch von der Bundesregierung bezahlt werden. Da hat man das Parlament richtiggehend belogen. Und ich finde, eigentlich gehört es dazu, dass die Bundesregierung im Haushaltsausschuss und in allen Fachausschüssen jeweils berichtet, wer in dem jeweiligen Ministerium von wem kommt und wer den bezahlt, was die Konditionen sind. Weil man begegnet ja auch als Abgeordneter den Fachbeamten im Ausschuss. Und man hört schon anders hin, wenn man weiß, das ist jetzt gar nicht der Beamte des Verkehrsministeriums, sondern das ist ein Mitarbeiter von Fraport, der gegenwärtig fürs Verkehrsministerium arbeitet. Wolf-Dieter Zumfort hat keinen Schreibtisch im Ministerium. Er ist Lobbyist alten Stils. Immer unterwegs versucht er, politische Entscheidungen im Sinne seines Arbeitgebers zu beeinflussen. Die Aufregung darüber, dass Mitarbeiter von Wirtschaftsunternehmen quasi als Leihbeamte in Ministerien und Behörden arbeiten, kann Zumfort nicht verstehen. Schließlich sei doch alles klar geregelt. Dieser Wechsel zwischen Verwaltung und öffentlicher Wirtschaft ist auch gewünscht. Man kauft sich auf diese Art und Weise oder man holt sich auf diese Art und Weise Expertise rein, die man selber im eigenen Unternehmen oder in der Verwaltung nicht hat. Es muss nur an der Stelle klar sein, dass es ein Mann von außen ist, der jetzt im Ministerium arbeitet. Muss klar sein, die Loyalität gehört jetzt dem jetzigen Arbeitgeber, also dem Ministerium. Und es muss eigentlich auch klar sein, dass das Ministerium ihn bezahlt. Und so ist es eben nicht. Bezahlt werden die sogenannten externen Mitarbeiter in den Ministerien nicht vom Steuerzahler, sondern von ihren Konzernen. Und unabhängig sind sie auch nicht. Die Idee stammt aus dem Kanzleramt zu Beginn der Ära Schröder. Ein Austauschprogramm zwischen Industrie und Politik war geplant. Vertreter der Wirtschaft sollten vor allem Sachverstand in die Ministerien tragen.
Denn dort wurde gleichzeitig gespart. Der schlanke Staat war das Ziel. Was aus der Idee geworden ist, das ist Lobbyismus pur. Es kann nicht sein, dass wir sparen im öffentlichen Dienst und dann sagen, nun brauchen wir aber für die Erstellung von Gesetzentwürfen die Privatwirtschaft und dann schreibt sich die Privatwirtschaft selber die Gesetzentwürfe. Das wäre eine Bankrotterklärung der Politik. Das wäre absolut unzulässig. Die Bankrotterklärung der Politik. Im Dezember 2006 gibt die Bundesregierung bekannt, wie viele Mitarbeiter aus der Wirtschaft als Leihbeamte in Ministerien arbeiten. Es sind rund 120. Und ihre Arbeitgeber, die Crème de la Crème der deutschen Wirtschaft. Von Industriekonzernen über Banken und Versicherungen bis hin zu Wirtschaftsverbänden. Das Bundesverkehrsministerium in Berlin. Hier geht es um besonders hohe Investitionen und besonders viele Vertreter der Wirtschaft sind hier beschäftigt. Zum Beispiel Susanne Vollrath. Beruflich führt sie ein Doppelleben. Eigentlich arbeitet sie für den Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Ihr Job ist es, möglichst viele lukrative öffentliche Aufträge für die deutsche Bauwirtschaft zu organisieren. Vier Tage in der Woche arbeitet sie für den Verband. Und den fünften Tag der Woche ist sie im Bundesverkehrsministerium. Ihr Chef schwärmt von der Effizienz dieses Modells. Früher waren wir über Anhörungen in die Entscheidungsvorbereitung eingebunden. Das war oft zu spät. Heute sind wir sehr viel früher beteiligt an der Entwicklung von Maßnahmen. Das ist für uns ein wesentlich effizienterer Ansatz. Die Lobbyistin hat im Bundesverkehrsministerium ein eigenes Büro und tritt offiziell als Mitarbeiterin des Ministeriums auf. Bezahlt wird sie aber von der Bauindustrie. Wir haben einen Arbeitsvertrag mit dem Ministerium. Die Mitarbeiterin arbeitet im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Auch deutsche Großkonzerne sind gut vertreten im Bundesverkehrsministerium. 2002 hatte dort ein Mitarbeiter von Daimler Chrysler seinen Schreibtisch und offenbar Zugang zu internen Dokumenten. Ein Kollege von damals erinnert sich. Nils Ehlers, der Politologe allen Spielarten des Lobbyismus intensiv befasst. Doch über das, was möglich ist am Frankfurter Flughafen, staunt auch er. Hier steht das Firmeninteresse von Fraport gegen das Interesse der Bürger an Lärmschutz. Darüber müssten eigentlich Beamte neutral abwägen und entscheiden. Wenn darüber aber ausgerechnet von Fraport bezahlte Leute entscheiden, ist das ein Unding und ein klarer Verstoß gegen das Recht. Solche Dinge müssen unabhängige Beamte nach dem Verwaltungsrecht entscheiden. Die Nachtflüge am Frankfurter Flughafen. Nicht immer ganz legal. Zu diesem Schluss kommt die zuständige Bezirksregierung Darmstadt. Wegen einiger Ausnahmegenehmigungen hat sie jetzt sogar Ordnungsgelder verhängt. Doch die Fraport-Angestellten bei der staatlichen Luftaufsicht dürfen bleiben. Und weiter genehmigen. Wie gehabt. Da hat es der Raunheimer Bürgermeister Thomas Jühl nicht ganz einfach. Seine Ansprechpartner in Ministerien und Behörden sind oft genug Mitarbeiter der Flughafenbetreiber. Zum hessischen Verkehrsministerium gehört auch der Lärmschutzbeauftragte des Landes.
Er hat eine wichtige Aufgabe. Er kümmert sich um Beschwerden der Bürger, auch rund um den Frankfurter Airport. Ein unabhängiger Beamter? Mitnichten. Ausgerechnet der Lärmschutzbeauftragte des Landes Hessen wird von der Fraport AG bezahlt. Genau wie seine Kollegen, die die Nachtflüge genehmigen. Man muss sich einmal in die Situation dieser Leute hineinversetzen. Ihre Loyalität gehört natürlich der Firma, von der ihre Zukunft und ihre Karriere abhängt. Ihr gegenüber fühlen sie sich verantwortlich. So wird dann letztlich unabhängige Kontrolle ausgehebelt zugunsten der Interessen einer privaten Firma. Das ist keine unabhängige Kontrolle mehr, die das Verwaltungsrecht verlangt. In Hessen, so scheint es, ist es umgekehrt. Da kontrollieren die Flughafenbetreiber sich selbst. Nun droht der Fraport AG ein Problem. Denn in Frankfurt sollen noch mehr Flugzeuge starten und landen. Geplant ist eine neue, zusätzliche Startbahn. Dabei geht es um Milliardeneinnahmen. Aber die sind gefährdet. Ein neues Bundesgesetz in Sachen Fluglärm könnte den profitablen Ausbau des Flughafens behindern. Das neue Gesetz soll, wenn es nicht verhindert werden kann, wenigstens entschärft werden. Jetzt sind die Flughafenlobbyisten in der Hauptstadt gefragt. Lobbyismus in Berlin. Damit kennt sich Wolf-Dieter Zumfort bestens aus. Meine Aufgabe ist es, in Berlin die Rahmenbedingungen, die politisch gesetzt werden, so mit zu beeinflussen, dass sie für uns optimal sind. Oder andersrum gesagt, unsere Interessen muss ich so in die Politik einbringen, dass die Politik auch Entscheidungen trifft, die diesen Interessen gerecht werden. Man versucht, sein Informations- und Kommunikationsnetz aufzubauen, indem man Gespräche führt, indem man auch zu normalen Geschäftsessen einlädt, indem man sich trifft auf Veranstaltungen oder indem man zum Beispiel bei bestimmten jahreszeitlichen Ereignissen, wie zum Beispiel Weihnachten, auch schon mal eine Schachtel Pralinen auf den Tisch einer Sekretärin hinstellt, die freut sich darüber und wenn man dann anruft, weiß man, dass die Aussage, der Chef ist nicht da oder er ist im Gespräch, dann weiß man, dass die stimmt, weil man ein bestimmtes Verhältnis aufgebaut hat. Das hängt nicht nur von den Geschenken ab, sondern insgesamt, wie man sich einbringt als Person, seriös, aber auch liebevoll. Beamten ist es nicht erlaubt, Geschenke anzunehmen, daran halten wir uns. Den Beamten ist es nicht erlaubt, bestimmte opulente Essen zu machen. Das ist auch vernünftig. Und daran haben sich auch mittlerweile alle Restaurants in Berlin gewöhnt. Die bieten an sogenannte Geschäftsessen, wo man weiß, dass man nicht über eine bestimmte Grenze 20, 25 Euro zahlt. Vor diesem Hintergrund hat sich hier ein geregeltes Verfahren der Kontaktaufnahme, der Kommunikation eingerichtet, ohne dass Missgünstige sagen können, hier wird jemand mit dicken Essen oder mit dicken Geschenken bestochen. Das ist nicht der Fall. Und insofern weiß man sich richtig zu benehmen. Wer das nicht tut, der fliegt aus dem Geschäft raus, um es ganz deutlich zu sagen. So also geht das mit dem Lobbyismus. Gepflegte Kontakte in angenehmer Atmosphäre mit klaren Regeln. Lobbyismus in der Hauptstadt. Wer hat das Sagen im Land? Im Prinzip muss ich zum richtigen Moment, an der richtigen Stelle, den richtigen Entscheidungsträger finden. Das bedeutet nicht nur diejenigen, die als Referatsleiter oder Abteilungsleiter oder als Staatssekretäre eine Entscheidung sozusagen. Raunheim bei Frankfurt. Eigentlich ein beschauliches kleines Städtchen. Wäre da nicht der unerträgliche Fluglärm? Raunheim liegt in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens. Und deshalb ist Thomas Jühe, der Bürgermeister, fast ständig unterwegs, kämpft für die Interessen der Raunheimer Bürger. Auch er ist Interessensvertreter. Wolf-Dieter Zumfort. Allerdings für die Gegenseite. Er macht Lobbyarbeit für Europas größten Touristikkonzern, die TUI. Die hat Interesse an noch mehr Flugverkehr.
Man braucht Leute wie mich, die alles tun, was überhaupt machbar ist. Die Fluglärmbetroffenen haben keine andere Lobby, auch wenn das wirklich sehr, sehr selten ist, dass ein solcher Einfluss mal wirksam wird. Ich werde dafür bezahlt, dass ich den politischen Prozess kenne. Ich mache Lobby. Und es gibt nur einen Prozess, der da heißt, zur richtigen Zeit den richtigen Mann am richtigen Ort zu treffen, weil er die Entscheidungsbefugnis hat. Fraport ist sicherlich einer der Hauptakteure, wenn man über Lobbyarbeit der Luftverkehrswirtschaft spricht. Es ist der größte Flughafenbetreiber in Deutschland und auch der einflussreichste. Die lärmgeplagten Bürger von Raunheim, gleich neben der Landebahn, hoffen auf die Politiker. Hoffen darauf, dass ihre Interessen per Gesetz durchgesetzt werden. Und die Fraport AG, Deutschlands größter Flughafenbetreiber, hofft auf noch mehr Flugverkehr, noch mehr Geschäft. Wer wird sich durchsetzen? Wer hat eigentlich das Sagen im Land? Ich bin eigentlich die letzten Monate nahezu jede Woche unterwegs und nehme Kontakte auf zu Bundestagsabgeordneten, zu Landtagsabgeordneten, um hier eben entsprechend noch Verbesserungen zu erreichen im Sinne der Fluglärmbetroffenen. Aber leider ist meine Erfahrung, dass die Türklinken, die ich da runterdrücke, die wurden wenige Wochen vorher schon seitens der Luftverkehrswirtschaft bedient. Da ist meistens schon alles eingetütet, da kann ich kaum mehr was bewegen. Thomas Jühe, Lobbyist auf verlorenem Posten, so scheint es. Seine Gegner sind gut organisiert. Natürlich haben wir Interessen mit allen Luftflughäfen, nicht nur mit Fraport. Und wo es geht, versuchen wir die auch gemeinsam durchzusetzen. Das nennt man dann getrennt marschieren, vereint schlagen im Sinne einer militärischen Sprachregelung. Und das muss man ab und zu auch anwenden. Das sind dann strategische Allianzen. Für die Tourismusbranche ist Fluglärm ein notwendiges Übel, eine Begleiterscheinung der steigenden Umsatzzahlen. In gut 300 Metern Höhe donnern die Maschinen beim Landen über die Dächer. An Überflugtagen bis zu 700 Mal am Tag. Raunheim, die Stadt mit dem meisten Fluglärm in Deutschland. Wer kann, zieht weg. Notgedrungen ist Bürgermeister Jühe zum Experten geworden. Er weiß, wie viel Lärm aus welchen Triebwerken kommt. Und die einzelnen Flugzeugtypen kann er schon am Geräusch erkennen. Und auch den täglichen Wetterbericht studiert er, wie alle Bürger hier, ganz genau. Das ist ganz interessant, dass man in Raunheim wahrscheinlich deutlich bessere meteorologische Kenntnisse hat als in anderen Städten der Republik. Hier gibt es ganz viele Experten, die genau wissen, wenn Hochdruckwetterlage mit dem Kern über der Nordsee sich etabliert, dann heißt das, wir werden Ostwind bekommen und Ostwind heißt, die Flieger kommen. Das ist eine Angst, die man hat und man schaut morgens in die Zeitung und guckt, wie entwickelt sich ein Hoch oder ein Tief und danach richten auch viele ihren Tagesablauf ein. Das Partys werden entweder abgesagt oder werden zeitlich verlegt, wenn man weiß, es gibt Ostwetterlage, ich kann hier gar nicht feiern, weil sich überhaupt niemand im Garten miteinander unterhalten kann. Der Frankfurter Flughafen gegen Mitternacht. Noch immer starten und landen hier Maschinen, vor allem mit Frachtgütern. Ein einträgliches Geschäft für den Flughafenbetreiber Fraport, denn jede Landung bringt 5000 Euro Umsatz. Eigentlich sollte das alles gar nicht sein, denn es gilt ein Nachtflugverbot, um die Anwohner zu schützen. Jede einzelne Landung muss eigens genehmigt werden, von der zuständigen Behörde des Landes Hessen. Trotzdem herrscht um Mitternacht reges Treiben. Wie kommt das? Das Hessische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr. Hier wird über die Ausnahmen vom Nachtflugverbot entschieden. Ein Interessenskonflikt. Die Gewinne der Fraport AG auf der einen Seite, der möglichst ungestörte Nachtschlaf der Anwohner auf der anderen. Eine Abwägung, die unabhängige Beamte treffen müssen. Nicht so hier.
Die Mitarbeiter der staatlichen Luftverkehrsaufsicht sind Angestellte der Fraport AG und werden von dieser bezahlt. Und so genehmigt sich das Unternehmen die profitablen Nachtflüge einfach selbst. Ganz normal. Schließlich seien es offizielle Leihbeamte, so die Fraport. Wenn die Wirtschaft Einfluss auf staatliche Entscheidungen nimmt, nennt man das Lobbyismus. An Universitäten ist dieser längst ein Forschungsthema. Der Verwaltungsjurist Hans-Herbert von Arnim hat sich jahrelang mit vollziehen, sondern auch in der Vorbereitung, wer die Papiere schreibt, wer weiß, wann sie vorgelegt werden und wer weiß, wie viele Leute daran mitwirken. Das heißt, ich muss hierarchiefrei reden können, sowohl mit der Sekretärin als auch mit dem Referenten, als auch mit dem Referatsleiter und dann mit der Hierarchie da drüben. Im Prinzip heißt es alle, von dem obersten Würdenträger bis zum einfachen Kofferträger und Wasserträger. Hier in der Parlamentsbibliothek des Deutschen Bundestages lagern Tausende von Gesetzen. Alle von unabhängigen Beamten entworfen und von unabhängigen Politikern beschlossen. Wirklich? Zum Beispiel das Fluglärmgesetz, das der Flughafenbetreiber Fraport so fürchtet. Im Jahr 2000 wollte die rot-grüne Bundesregierung dieses Gesetz verbessern, zum Schutz der lärmgeplagten Bürger. Was folgte, war ein Lehrstück in Sachen Lobbyismus. 6 Jahre dauerte das Tauziehen, 6 Jahre lang zähe Lobbyarbeit. Das Bundesumweltministerium in Berlin. Hier begann alles. Die Beamten erhalten den Auftrag, das alte Fluglärmgesetz zu überarbeiten. Vor allem soll geregelt werden, wie die Anwohner für den Fluglärm entschädigt werden müssen. Es geht um Geld. Viel Geld für Flughafenbetreiber wie die Fraport AG. Rainer Barke ist zu dieser Zeit Staatssekretär im Bundesumweltministerium. An den politischen Verhandlungen um das neue Gesetz war er unmittelbar beteiligt und wundert sich noch heute. Federführend innerhalb der Bundesregierung ist der Bundesumweltminister. Das heißt, unser Haus hatte einen Entwurf zu erstellen und dieser Entwurf wird dann mit den anderen betroffenen Ressorts abgestimmt. Und am meisten Gegenwind gab es aus dem Verkehrsministerium. Wie sah dieser Gegenwind aus? Es wurden die Grenzwerte in Frage gestellt, es wurden die Schutzzonen in Frage gestellt, es wurden die Berechnungsverfahren in Frage gestellt. Letztlich, wenn Sie es runterbrechen, ging es immer um die Frage Geld. Das heißt, dieser passive Lärmschutz kostet natürlich Geld. Die Beträge, die dort von Seiten der Flughafenbetreiber und von Seiten des Verkehrsministeriums genannt wurden, waren weit überhöht, wie sich in den weiteren Verfahren gezeigt hat. Das heißt, man hat versucht, den Lärmschutz herunter zu argumentieren, um letztlich für die Flughafenbetreiber Geld zu sparen. Das Bundesverkehrsministerium. Hier geht es um Geld, um viel Geld. Hier werden Investitionen in Milliardenhöhe vereinbart. Nicht verwunderlich ist, dass die Lobbyisten der Fraport AG hier längst schon an der Arbeit sind. Deshalb wird hier das neue Gesetz von Anfang an kritisch gesehen. Leichtes Spiel für die Fraport-Lobby. In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden die Einzelheiten des geplanten Fluglärmgesetzes beraten. Fachbeamte aus den Bundesministerien und den Ländern diskutieren jedes Detail. Einer ist kein Beamter. Der Vertreter des Bundesverkehrsministeriums. Ihn bezahlt die Luftverkehrswirtschaft. Kurz darauf arbeitet er für die Fraport AG. Ausgerechnet. Ich habe keine persönlichen Kenntnisse über die internen Abläufe innerhalb des Verkehrsministeriums. Ich kann nur feststellen, dass die Positionen, die uns bei der Ressortabstimmung begegnet sind, die Positionen des Verkehrsministeriums und die Positionen einiger Flughafenbetreiber, insbesondere des Flughafen Frankfurts, dass diese Positionen ziemlich deckungsgleich gewesen sind. Das heißt, das Verkehrsministerium hat hier weitestgehend die Position der Flughafenbetreiber, weitestgehend die Position von Fraport übernommen. Musik.
Aber warum hat die Fraport AG einen derart großen Einfluss auf das Bundesverkehrsministerium und seine eigentlich unabhängigen Beamten? Wie erklärt sich das? Die Entwürfe des für die Fraport so misslichen Fluglärmgesetzes werden in der Abteilung Luft- und Raumfahrt behandelt. Und dort hat just zu dieser Zeit ein Mann seinen Schreibtisch, der von der Fraport bezahlt wird. Ein sogenannter externer Mitarbeiter. Er arbeitet im Ministerium, ist mit dabei bei Sitzungen und Konferenzen und ist trotzdem Angestellter der Fraport AG. Volle 5 Jahre lang geht das so. 5 wichtige Jahre für den Flughafenbetreiber. Das Ministerium beteuert, er habe nichts mit dem Fluglärmgesetz zu tun gehabt. Lobbyisten im Zentrum der Macht, mit Sitz und Schreibtisch im Ministerium. Zumindest den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die ihre Büros gleich gegenüber haben, müsste das auffallen. Schließlich sind sie es, die das Fluglärmgesetz in vielen Ausschusssitzungen beraten und schließlich verabschieden. Sind wenigstens die Politiker unabhängig? Funktioniert die Demokratie wenigstens hier? Was mich da am meisten frustriert hat, war die Anhörung, die es im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages gegeben hat. Da ging es um die Novellierung des Fluglärmschutzgesetzes. Und neben mir saß der Chef des Flughafens Köln-Bonn. Und der hatte eine E-Mail auf dem Tisch der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Da spielt die Fraport die entscheidendste Rolle in dieser Institution. Und aus dieser E-Mail ging hervor, welche Fragen ihm gestellt werden durch die Mitglieder der CDU in diesem Umweltausschuss. Und dann war noch aufgeführt, wer noch alles gefragt hat.